Es ist Zeit für K.O.-Tropfen-Aufklärung. Ist das das Verhalten von jemandem, der gerade von Till Lindemann K.O.-Tropfen in den Drink gemischt bekommen hat? Titter! Ja, ja, ja! Kann man an diesen Aufnahmen allein überhaupt was festmachen? Die Antwort wird viele überraschen. Rammstein-Sänger Till Lindemann wird vorgeworfen, dass er Mädels K.O.-Tropfen in den Drink gemischt hat, um sie gefügig zu machen. Als Drogen-Youtuber möchte ich das ganze Thema mal analysieren. Passen die Erzählungen und Videoaufnahmen von der Hauptbeschuldigerin Shelby Lynn zu der tatsächlichen Wirkung von K.O.-Tropfen? Weil ich im Thema K.O.-Tropfen nicht ganz so tief drin bin wie bei psychedelischen Drogen, habe ich für dieses Video auch Einschätzungen geholt von Menschen, die viel Erfahrung mit K.O.-Tropfen haben, damit das Video auch ein richtiges Expertenvideo wird. Das war kein Widerspruch im letzten Video. Nutzen wir die Gelegenheit für Aufklärung und fangen wir an mit ein paar Grundinfos zu K.O.-Tropfen. Meistens werden als K.O.-Tropfen die Substanzen GBL oder GHB verwendet. Diese Substanzen sind im Endeffekt das gleiche, weil GBL eine Prodrug zu GHB ist. Also das heißt, dass GBL im Körper zu GHB umgewandelt wird. Einer der unerwartetsten Fakten zu K.O.-Tropfen ist, dass K.O.-Tropfen zu 100% legal sind, weil GBL für die chemische Industrie unersetzlich ist. Ich finde es gut, dass es legal ist, weil jemand, der die kriminelle Energie hat, jemanden was ins Getränk zu mischen, der hat auch die kriminelle Energie, sich das Zeug illegal zu besorgen. Wenn es aber illegal wäre, wäre das Zeug aber nochmal deutlich gefährlicher, weil es dann zu Streckungen etc. kommen würde. Diese K.O.-Tropfen werden auch als Liquid Ecstasy bezeichnet. Sie werden in Clubs und Partys nicht nur eingesetzt, um Leute K.O. zu machen, sondern viele Leute nehmen diese auch absichtlich, um sich zu berauschen. Und obwohl es K.O.-Tropfen sind, ist die Rauschwirkung jetzt nichts, was nur K.O. macht. Vor allem in niedrigeren Dosierungen wirken sie enthemmend, euphorisierend und erhöhen den Rededrang. GBL und GHB sollen außerdem so richtige Sexdrogen sein, weil man darauf scheinbar sehr, sehr horny wird. Man hat ja immer so die Vorstellung, dass K.O.-Tropfen von Tätern in der Weise genutzt werden, dass sie die Opfer K.O. machen. Aber auch lange vor der K.O.-Dosis ist es ein Zustand, der ausgenutzt werden kann. Die genauen Wirkmechanismen von GHB, GBL sind noch nicht vollständig geklärt, aber es gibt Hinweise darauf, welche Rezeptoren sie beeinflussen. GHB, GBL wirken vermutlich auf die GABA-Rezeptoren. GABA ist der wichtigste hemmende Botenstoff im Gehirn, der die Erregbarkeit von Nervenzellen reduziert. GHB, GBL binden an spezielle GABA-Rezeptoren, die die Freisetzung von anderen Botenstoffen wie Dopamin oder Glutamat beeinflussen. Dies kann zu einer Verminderung von Angst, Stress und Schmerzempfinden führen, aber auch zu einer Beeinträchtigung von Gedächtniskoordination und Bewusstsein. Alkohol bindet auch an GABA-Rezeptoren. Der Mischkonsum von Alkohol und K.O.-Tropfen ist sehr, sehr gefährlich und kann schnell tödlich enden, was es natürlich besonders tragisch macht, dass K.O.-Tropfen am ehesten in Situationen untergemischt werden, wo viel getrunken wird. Dann wirken GHB und GBL noch auf die GHB-Rezeptoren. GHB hat auch eigene Rezeptoren im Gehirn, die sich von den GABA-Rezeptoren unterscheiden. Diese Rezeptoren sind noch wenig erforscht, aber sie scheinen eine Rolle bei der Regulierung des Schlaf-Wach-Rhythmus zu spielen. GHB, GBL binden an diese Rezeptoren und fördern die Ausschüttung von Wachstumshormonen und die Einleitung des Tiefschlafs. Dann noch die Opioid-Rezeptoren. Opioid-Rezeptoren sind für die Wirkung von Opiaten wie Heroin oder Morphin verantwortlich, die starke Schmerzmittel und Rauschmittel sind. GHB und GBL haben eine schwache Bindung an diese Rezeptoren und können dadurch eine euphorisierende und schmerzlindernde Wirkung haben. Diese K.O.-Tropfen sollen relativ geruchs- und geschmacksneutral sein, weshalb man sie in einem Drink in der Regel nicht detekten kann. Außerdem kann die Substanz nur 6 Stunden im Blut und 12 Stunden im Urin nachgewiesen werden, weshalb es für Untermischungsopfer schwer wird zu beweisen, dass ihnen definitiv was untergemischt wurde. GBL hat ein ordentliches Abhängigkeitspotenzial und besonders der Drang nachzulegen soll sehr, sehr heftig sein. Die offizielle Wirkdauer liegt zwischen 1,5 bis 3 Stunden, aber der Peak ist da schon eher am Anfang, sodass Konsumenten nach 30 Minuten häufig schon krass den Drang haben nachzulegen, und wegen diesem starken Drang kommt es eben so häufig zu Überdosierungen. Eine Konsumentin aus meinem Bekanntenkreis hat mir erzählt, dass sie sich da immer mit ihrer Crew so einen Timer stellen mussten, dass sie da nicht zu häufig nachlegen.
Durch den Rausch weißt du halt auch dann überhaupt gar nicht mehr genau, wann du die letzte Dosis genommen hast. Neben einer tödlichen Überdosis können K.O.-Tropfen noch folgende negative Effekte haben: Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Orientierungslosigkeit und Taubheitsgefühle, Einschränkung der motorischen Fähigkeit, Muskelzuckungen, Filmriss, Bewusstlosigkeit. Langzeitnebenwirkungen sind Schäden in Leber und Niere, krasse Entzugserscheinungen bei Sucht und anhaltende Gedächtnisschäden. Jetzt, wo wir die Basics geklärt haben, analysieren wir mal, ob die Wirkung der Droge zu der Erfahrung von Shelby Lynn passen würde. Einige sind der Meinung, dass so eine Analyse absolut sinnlos ist, weil Drogeneffekte sehr individuell sein können. Drogeneffekte können zwar sehr individuell sein, aber in den meisten Fällen sind die Rauscherfahrungen von unterschiedlichen Menschen sehr vergleichbar, weshalb es nicht stimmt, dass man anhand von Videoaufnahmen keinerlei Aussage treffen kann. Wenn man sich beispielsweise die Aufnahmen von diesem Herrn hier anschaut, wäre es völlig legitim und akkurat, eine Aussage zu treffen wie: dieser Herr ist vermutlich gerade nicht auf Heroin oder er hat vermutlich auch nicht nur ein Tässchen Kaffee getrunken. Ja klar, kann man es nie zu 100% sicher sagen, aber man kann definitiv gewisse Tendenzen festmachen. Die Chance besteht, dass jemand, der sich so verhält wie dieser junge Mann, hier nur ein Tässchen Kaffee getrunken hat, aber dann könnte man zumindest sagen, dass das eine eher untypische Wirkung wäre. Okay, kommen wir jetzt wirklich zur Analyse von Shelby Lynn. Diese sagt ja, dass sie auf der Rammstein Pre-Party K.O.-Tropfen untergemischt bekommen hat. Kurz nachdem die Vorwürfe von Shelby Lynn rauskamen, gab es Interviews mit Leuten, die an dem Tag mit Shelby Lynn abgehangen haben. Diese Interviews sind immer sehr pro Rammstein. Da werden immer diese Videoaufnahmen eingeblendet. Rammstein! Bam! Und die Zeugen sagen dann immer sowas wie: ja, die sagt, die hat K.O.-Tropfen untergemischt bekommen, aber sie hat ja nie wirklich benommen gewirkt, sondern immer nur sehr aufgedreht, so als wäre sie einfach nur betrunken. But did you feel like she was really drugged up? I think she only was drunk. Und ich muss zugeben, dass meine Gedanken am Anfang auch ein bisschen in die Richtung gingen. Aber wie wir vorher schon gehört haben, wirken diese K.O.-Tropfen nicht nur einschläfernd. Wenn die Dosis nicht zu hoch ist, ist die Wirkung von außen kaum von Alkohol zu unterscheiden. Das sind beispielsweise Aufnahmen von Menschen, die sicher auf GBL sind. Alles fit? Ja. Flasht. Oh, mir ist schlecht. Bäh. Mann. Guten Tag! Hallo! Könnte von dem her schon hinkommen. Und ich habe ja gestern auch die Umfrage gemacht, wo ich euch einschätzen habe lassen, ob ihr der Meinung seid, dass sie hier auf K.O.-Tropfen ist. Und die Leute, die keine Erfahrung mit K.O.-Tropfen haben, haben zum Großteil darauf getippt, dass sie nicht auf K.O.-Tropfen ist. Aber diejenigen, die schon K.O.-Tropfen-Erfahrung haben, waren tatsächlich mehrheitlich der Meinung, dass sie auf K.O.-Tropfen ist. Wenn man halt nicht in dem Thema drin ist, stellt man sich halt bei dem Namen K.O.-Tropfen eine andere Wirkung vor. Aber zur Erleichterung von Team Rammstein ist definitiv schuldig, kann ich sagen, dass es sogar eine typische Wirkung ist. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch die Skeptiker davon überzeugt habe, dass ein Video mit so einer Analyse einen Mehrwert hat. Komischerweise, bevor sie überhaupt dieses Video hier gesehen haben, gingen sie irgendwie davon aus, dass die Analyse definitiv gegen Shelby ausfallen würde, obwohl es eher den Einwand von Rammstein-Fans widerlegt, die sagen, dass sie da ja nur betrunken und nicht K.O. wirkt. Auch für andere Fälle, wo es einen Verdacht auf Untermischung gab, könnten die Infos aus diesem Video eine wichtige Erkenntnis sein. Und schauen wir auch mal auf die Timeline. Wie ich vorher schon sagte, ist der Peak der Wirkung eher so am Anfang, in der ersten Stunde. Und laut Shelbys Bericht war es auch kurz nach dem Einmischen, wo sie keine Erinnerung mehr hat. Von dem her würde es von der Timeline meiner Einschätzung nach auch passen. Man könnte natürlich auch spekulieren, ob ihr da was komplett anderes untergemischt wurde, wie Rohypnol, die Droge, die ja auch in Lindemanns umstrittenen Gedicht vorkommt. Kann man natürlich nicht ausschließen, aber GBL ist hier meiner Einschätzung nach schon das Wahrscheinlichste. Shelby selbst vermutet übrigens, wie man an diesem Tweet hier sehen kann, auch, dass ihr GHB untergemischt wurde. Rammstein-Fans erwähnen dann auch noch häufig den Fakt, dass Shelby ihrer eigenen Aussage nach an dem Tag das Antidepressiva Lexapro genommen hat und sind der Meinung, dass ihr komisches Verhalten an dem Tag eher von der Mischung aus Alkohol und dem Antidepressiva kommt. Kann man natürlich nicht ausschließen.
Vielleicht war sie ja auch auf Lexapro, Alkohol und K.O.-Tropfen. Ein Einwand, den ich gehört habe, war, dass K.O.-Tropfen ja extrem schwierig zu dosieren sind und besonders in Kombination mit Alkohol tödlich enden können. Ein Rockstar wäre ja niemals so dumm, das jedes Mal zu riskieren, erst recht, wenn genügend Frauen auch komplett nüchtern mit ihm schlafen würden. Kein völlig unnachvollziehbarer Einwand. Andererseits würde das schon sehr lange gut gehen, wenn man jetzt eher niedrigere Dosen untermischt. Also zusammenfassend kann man sagen, dass Shelbys Beschreibungen und die Videoaufnahmen schon mit der Wirkung der Drogen zusammenpassen würden. Aber definitiv kann man sowas einfach nie sagen. Selbst wenn man sich sicher wäre, dass sie auf GBL war, muss man auch untersuchen, inwiefern es sein kann, dass ihr irgendwer anders etwas untergemischt hat und nicht Till Lindemann. In diesem Tweet beschreibt Shelby die vermeintliche Untermischung, Tequila-Shots, die an sämtliche Frauen verteilt wurden. Zwei Augenzeugen behaupten in Interviews, dass sie da auch einen Shot von Till aus der gleichen Flasche abbekommen haben, aber dass sie da keinerlei K.O.-Tropfenwirkungen verspürt hatten. He poured shots for a lot of people. So why was she the only one who was drugged if Till was doing it? All the girls who was there was drinking because, oh my god, Till is here? Okay, let's get a shot. Oh my god, come on. So all the girls was feeling the vibe and we took some shots and everything was fine. I mean, Shelby was looking fine as well. Hier kann es natürlich sein, dass diese Augenzeugen lügen oder dass es noch ein anderes Einschenken von Tequila gab oder vielleicht fand die Untermischung woanders statt, vielleicht mischt da ein anderes Crewmitglied Sachen in die Drinks. Für dieses Video wollte ich jetzt erstmal nur den Drogenpart auf Plausibilität überprüfen, der ist meiner Ansicht nach plausibel. Ich will nicht sagen, dass man auf keinen Fall Unstimmigkeiten in ihrer Story finden kann, aber beim Thema Drogen habe ich diese Unstimmigkeiten jedenfalls nicht gefunden. Ich versuche weiterhin neutral zu bleiben. Ich gönne mir sowohl Videos von Leuten, die Lindemann als schuldig erachten, als auch von Leuten, die der Meinung sind, dass die Beweise gegen Lindemann nicht ausreichen, um jetzt schon so krass gegen ihn zu schießen. Beide Seiten haben da schon ganz gute Argumente, muss ich sagen. Moment, habe ich überhaupt eine neutrale Meinung? Die Kommentare unter meinem letzten Video haben mich sehr verwirrt. Ich korrigiere mich natürlich und habe natürlich die neutrale Meinung, dass Rammstein definitiv böse ist und dass alle Anschuldigungen zu 100% wahr sind. Ich habe einen neuen Podcast mit dem Namen Henne und Ei und da reden wir auch ausführlicher über solche News-Themen. Checkt ihn ab, Link ist im angepinnten Kommentar.